Miseras Festung. Sie mag furchteinflößend wirken, aber denkt an Muttis Worte. Einheit. Wir müssen einander vertrauen. Darauf vertrauen, dass unsere Bande stärker sind als all die Furcht und all der Hass, den Misera je in der Galaxie verbreiten kann. Gut gesprochen. Wow. Langsam hast du in Sachen Emotionen echt den Dreh raus. Leute! Können wir jetzt bitte endlich Mutti Schildknacker zum Einsatz bringen? Das ist Rosalinas Sternwarte. Was ist da los, Genie? Die Koordinaten der Sternwarte stimmen mit denen des Epizentrums der Finsterzeitenergie überein, die sich in der Galaxie ausbreitet. Da! Seht ihr das Kraftfeld der Sternwarte? Dort ist der Eingang zum Kern der Finsterzeitdimension. Hat es Misera also nicht gereicht, Rosalina unter ihre Kontrolle zu bringen? Sie musste auch noch ihr Zuhause zerstören, das Symbol der Hoffnung für die gesamte Galaxie? Worauf warten wir noch? Wir sind hier, Rosalina! Wir sind hier! Durch die Dichte der Finsterzeitenergie rund um die Sternwarte wurde so viel Luftdruck aufgebaut, dass unsere Schubdüsen neutralisiert wurden. Haltet euch fest! Ich muss auf dem Schutt in der Nähe der Barriere der Finsterzeit notlanden! Unser Schiff kann zwar nicht näher an die Sternwarte heran, aber wir schon. Seht ihr die Kanonen? Wir müssen zu der größeren gelangen und von da aus erreichen wir Rosalina. Zwei Finsterzeitpfützen sind uns im Weg. So nah, wie wir Misera gekommen sind, dürften sie extrem gefährlich sein. Ja, tja, wir haben gerade Miseras angebliche Unverwundbarkeit zerschmettert, wie ein unbezahlbares Erbstück bei einem Umzug. Wir sind also auch ziemlich gefährlich. Und damit, hey, hey, yo, Leute, was geht ab und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Ganz genau, ihr wisst alle Bescheid, wo ihr seid. Und wir sind in der, ich vermute mal, letzten Welt angekommen und, ich sehe hier Bosse aus vergangenen Zeiten. Ich sehe den Ventilator. Links war, glaube ich, der Vulkan aus der ersten Welt. Da ist der Baum. Und hier dieses Schiff. Da, wo wir die Pinguine draufgeworfen haben. Ich würde sagen, wir steppen einfach Stück für Stück durch. Wir werden wahrscheinlich die zwei Pfützen heute machen. Und ich glaube, nicht weiterkommen und in der nächsten Folge dann die Goldkanone benutzen. Also könnt ihr vielleicht auch schon zur nächsten Folge skippen, falls euch das hier nicht interessiert. Hört sich trotzdem an, vielleicht passieren spannende Dinge. Es passieren unfassbar spannende Dinge. Besiege Finsterzeitbowser mit 13.000 Leben. What is going on? Und warum hat Mario kein... Wieso ist Mario in unserem Team? Ich habe Mario nicht zu... Wir haben 4 Leute im Team. Oh, weil Bowser böse ist, haben wir jetzt einen 4. Typen im Team. Oh, okay. Guys, ich muss mich ganz kurz in die Characters reindenken. Ich glaube aber actually, dass ich Rabbit Luigi möchte und nicht Mario. Und ich schaue mir das Ganze an. Und... ich sehe, wir haben gut gelevelte Sparks natürlich mit dabei. Der hier wiederbelebt, Guys. Ich glaube. Ich packe ihn hier auf jeden Fall rein. Und
Ich will noch so ein paar Schockwellen eigentlich, aber ich habe sonst nichts mehr, oder? Oh, doch! Oh, ich habe noch sehr viel hier unten. Wasserschockwellen! Ich glaube, den tue ich auch mal hier dazu. Natürlich wird dieser jetzt erstmal noch gelevelt. Denn, obviously müssen wir gut Damage machen können. Und Bowser wurde jetzt sozusagen genommen und verwandelt. Warum ist das gewechselt? Also wenn ich das richtig verstehe, deswegen können wir Bowser selber auch nicht benutzen. Und dieser Bowser, dem wir jetzt gegenüberstehen, hat 13.000 Leben. Holy cow! What's going on? Lost. Unnötige Wartezeit für euch, es tut mir leid. Bitte verzeiht mir. Natürlich hat er auch noch Kugeln. So, längeres Fliegen, safe. Krasseren Waffenschaden, safe. Und was ist das schon? Nee, wir haben noch zwei. Wie viele Leben hast du? Du hast überdimensional krasse Leben, das passt schon. Deswegen würde ich dir gerne noch... Komm, du kannst auch noch ein bisschen weiter steppen. Und... Boom. Also komm, das ist doch ganz nice. So, hier haben wir auch noch zwei. Warum nicht ein bisschen länger fliegen können? Und... Ein paar mehr kritische Treffer. Schaden bei Rebella nicht, weil die das einfach nicht hinkriegt. Und bei Rabbit Peach können wir auch nochmal auf die Leben leveln. Und ich würde sagen, jetzt starten wir in den Kampf rein. Ich glaube, das wird heute eine gigantische Folge. Wir schauen, was uns erwartet. Und warum steht Bowser da vorne? Ist jetzt mal so eine weit hergeholte Frage. Hä? You don't say, wir können mit vier Guys spielen? Das wird krass. Ich liebe dieses fantastische Gimmick jetzt schon. Und wir kämpfen, glaube ich, das erste Mal richtig gegen Kamek. Wow. Da wird erstmal voll reingeböllert. Oh mein Gott, ich freue mich, der Hype ist real. Let's go. Mit vier Leuten stürmen wir das Epizentrum. Dash ist nicht möglich. Schade. Aber ich lasse mich doch von sowas nicht aufhalten. Ich bin ja nicht der heilige K-Storm. Wenn ich mich von sowas beeindrucken lassen will. Wo steht Bowser da oben? Jo, wir können wirklich versuchen, auf ihn zu werfen. Warte, aber dann stelle ich mich doch hier hoch. Bisschen so. Und rechts? Sind wir hier zu weit weg? Oh, aber... Nee, wir hitten ihn. Ich will ihn so oder so nicht, deswegen verstecke ich mich doch erstmal hier unten und werf mal auf die Gumbarinos, die ja nach, meine Jacke sitzt, nicht? Die ja nach Möglichkeiten dit, weiter suchen. Ihnen ihr frisches Team geholt, ein neuer Team-Member. Herzlich willkommen zurück auf dem Schlachtfeld, mein lieber Luigi. Luigi, mögest du doch ganz toll nach hier oben fliegen und Bowser hitten. Du kannst niemanden hitten. Du bist der Schlechteste, den ich kenne. Hittet uns Bowser hier? Ich weiß es nicht, aber wir hitten alle sechs Goombas. Oh, und noch unten dieses Explosionsfass, das uns selber getroffen hat. Lost, sowie Fundsachen. Natürlich gibt es noch eine Person, die noch viel, viel weiter kommt als alle zusammen. Und das ist der einzig wahre Bowser. Der skurrilerweise auf sich selber drauf schießt. Ich überlege gerade, was mehr Damage macht. So ist er zumindest tiefer in der Bubble drinne. Der Explosion. Deswegen ordentlich Damage. Robo-Koopas aufs Schlachtfeld hinaus geschickt. Und das dauert natürlich immer sehr, sehr lange. Guys, die Folge heute könnte länger dauern. Vielleicht schneide ich auch ein, zwei Sachen raus, die zu lange dauern, wenn ich die Zeit dafür habe. Ich arbeite ja schließlich nebenbei noch an dem
newer Super Mario Bros. Wii, was dann auch immer sehr, sehr viel Aufwand frisst. Deswegen verzeiht mir, wenn diese Folgen hier nicht immer ganz so schön geschnitten sind, wie ihr vielleicht erwartet. Bowser erstmal schwächer machen. Warum nicht? Das lohnt sich gar nicht. Ich gebe den Zug ab und wir gucken, was der Gegner macht. Kamek kommt angelaufen. Es ist ein Magi-Koopa. Aber darüber streiten wir gar nicht. Okay, sorry. Kamek sind verdammt viele auf dem Feld. Okay, er hat genau die gleichen Fähigkeiten wie Bowser. Oh, ich liebe den Kampf gegen Bowser jetzt schon. Alleine, weil er auch Robo-Koopas hat. Und ihr wisst, Bowser ist der Main-Character der Story. Ihr wisst es. Kann ich irgendwas dashen außer die drei? Nein. Oh, sorry, außer den einen scheinbar. Aber ich kann doch mal auf Bowser selber feuern. Und bam! Das tue ich natürlich auch. Okay, ich bin hier auf jeden Fall sehr gut rausgekommen. Ich glaube, er. Ey, er trifft einfach alles. Ich sehe dich. Ja, aber ich will halt nicht getroffen werden. Hier stehe ich wieder im Radius. Ich darf A nicht im Radius stehen von der Explosion. Und B möchte ich alles hitten. So, richtig? Obviously, Bowser hitte ich ja nicht. Deswegen, glaube ich, lohnt sich das Ganze so mehr. Zack, zack, zack. Bumm. Und bumm. Ah, ich wurde selber trotzdem ein bisschen getroffen. Deswegen zünde ich hier doch mal eine 30er Heilung, komm. Ich spür's. Ja, ich auch, voll. Ach, das ist cute, das ist ein bisschen cute. Sag ich, wie es ist. Oh. Bowser muss ganz schön einstecken heute. Also der Fake Bowser. Und bis jetzt gefällt mir der Kampf wirklich sehr gut. Sehr gut. Ich mach mal einen spannenden Teamsprung, nenne ich das Ganze, hierhin. Nein, die Röhre können wir danach nicht mehr. Egal. Doch, wir können in die Röhre, weil das irgendein weirder Bug ist. Und wenn wir natürlich durch die Röhre gehen, stehen wir ganz woanders auf dem Schlachtfeld und können Bowser von hinten attackieren und hoffen auf Crits, weil wir diese ja gerade gelevelt haben. Ich möchte mich auf jeden Fall saven hier. Ich stehe nämlich sehr, sehr offen. Wobei Bowser auch schon sich das richtig über die Hälfte der Leben weg hat. Not bad. Das hier bringt halt nur mir was. Damit treffe ich keinen. Und Luigi steht halt maximal offen. Aber Luigi, du bist der Tank, du hast mega viele Leben. 6000 hat er? Richtig? Ja. Also schon krass. Ja. 2000 Damage kann 1 Kamek machen. Ja, das ordentlich? Es ist Fury Bowser. Ich glaube, das ist Fury Bowser. Es ist das Design von Fury Bowser. Okay, wir sind sehr, sehr nah an Bowser dran, ne? Also um genau zu sein, ich stehe direkt neben ihm. Er kriegt auf jeden Fall einen sehr säftigen Double Dash. Eigentlich ist das halt schon mega krass, was er hier kann. Ja, komm, wir machen so. Ich weiß, er steht jetzt maximal offen,
Aber ich brauche ihn, um zu jumpen. Nein, warte, ich komme doch gar nicht so hoch, oder? Oh, no. Aber ich kann versuchen, bis hierher zu fliegen. Und hier durchzugehen, ja. Ah, vielleicht nicht so gut überlegt dieser Zug. Aber wir können nochmal voll in Bowser reinböllern. Und das macht ja auch ganz gut Damage. Vielleicht haben wir sogar das Glück und er ist jetzt schon down. Ich gehe ganz ehrlich, ich gehe hier ganz eindeutig auf Nummer sicher. Und mit Luck ist er vielleicht down. Oder es gibt eine Cutscene, eins von beidem. Er hat überlebt. Egal, er ist down. Gibt es eine Cutscene? Ich hoffe. Papiertiger. Nee, scheinbar nicht. Okay. Oh, schön Erfahrungspunkte bekommen. Hat mir gefallen. Der Kampf war strong. Gibt es vielleicht jetzt noch eine Cutscene? Maybe, vielleicht? Ja, ich wusste es. Ich habe es gespürt. Die erste Kanone ist befreit. Unser Transportmittel zur zweiten Finsterzeitpfütze. Wenn wir die auch eliminieren können, ist der Weg zur großen Kanone und damit zur Sternwarte frei. Das freut mich aber. Dann würde ich sagen, laufen wir mal nach hier, schießen uns darüber und stellen uns dem nächsten, hoffentlich coolen Fury-Boss. Kann man hier eigentlich was finden oder ist das wirklich nur straight forward Gameplay? Weil man kann hier links, das habe ich gesehen, man kann hier lang. Das nur zum Zurückschießen. Okay, dann tiefes, finsteres Geheimnis. Uff, das Design ist geisteskrank. Ich mache mir maximale Sorgen. Und das ist nicht gut. So. Unser Hauptfokus liegt natürlich auf Rebella. Wir haben wieder diese vier Leute, die antreten. Und die Katze ist noch gar nicht vorbei. Es tut mir leid. Genie, was ist hier los? Unbekannt. Damit Misera so einen Klon erzeugen kann, müsste sie einen DNA-Bauplan von Megabug geerbt haben und selbst einen erstellt haben. Hört mal. Misera hat keine Ahnung, wozu ich fähig bin. Aber ich werde es ihr so richtig zeigen. Nichts wird Rebella von diesem Angriff abhalten können. Wir brauchen drei Leute, um ihr Rückendeckung zu geben. Und uns vielleicht auch. Okay, Team wird auf jeden Fall geheilt. Das werde ich jetzt auf jeden Fall noch häufiger machen. Weil es wird nicht einfacher, so der mit dem maximalen Leben ist wirklich Rabbit Luigi, der sogar 7000 hat. Ja, Rebella steppt direkt vor. Um den Kampf gegen ihre Zwillingsschwester antreten zu können. Wir dürfen nicht zu punktuell stehen. Oh, hier sind die Sparkjägerinnen. Hier, da hinten und da rechts wahrscheinlich auch noch. Und hinter uns? Ja. Überall. Warte mal, wer ist das? Oh. Ist das jemand Neues, den wir noch nicht kennen? Oh, I don't like this. Hoch mit dir. I really, really don't like this. Aber Bowser kann mal von hier oben... Nee, Bowser geht schon runter. Bowser geht runter und holt einen Dash raus. Wie viel Leben hat sie? 16.000! Das ist so geisteskrank viel. Wow, er kommt so ganz knapp an die Röhre. Imagine, wenn ich an die Röhre komme. Doch, ich schicke euch alle in dieselbe Richtung. Teamsprung, yeah! Teamsprung, yeah! Ist ein bisschen wack, der Junge, aber alles gut. Er ist sympathisch. Hier schön 10.000 Leuten Damage machen. Ich finde, er ist schon strong. Wenn man ihn richtig used, kann er echt strong sein. Wir haben aber noch jemanden in petto. Rabbit Rosalina. Punktuell stärkster Angriff tatsächlich. Und die Fähigkeit,
Gegner zum Schlafen zu bringen. Und diese Fähigkeit werde ich jetzt natürlich ganz gebannt nutzen, um... Ah, das ist schlecht, warte. Ich will was Smartes machen. Hört mir zu. Ich hätte erst dashen müssen, weil... Ja. Ich will... Ihr merkt schon, was mein Plan ist. Ich will wirklich ziemlich viel noch hinauszögern. Das zünde ich in der nächsten Runde auf jeden Fall. Oh no, ich wusste nicht, dass er noch schießen kann. Ja, er muss jetzt auf andere schießen. Er muss auf den da schießen. Weil ich möchte, dass die unten alle schlafen. Weil die jetzt gleich... Sie werden nicht wissen, was passiert. Aber sie werden es spüren. Er versteht den Gedanken ja, ganz genau. Bum, bum, bum. Ja. Ganz genau. So, erstmal schwächen. Den Main Character schwächen. Den Main Character zweimal schwächen. Dann einmal ganz viele Leute hitten. Er macht halt nicht viel Damage, aber er macht halt Flächenschaden. Warte, warte. Warte. Eins nach dem anderen. Wir gehen das so richtig strategisch jetzt an. Hier wird sich nochmal versteckt. Hier wird nochmal voll reingeballert. Kann ich was anderes noch mit ihm machen? Warte. Vielleicht effektiv Wasser gegen irgendwen? Gegen den oben? Aber das ist mir egal. Wir geben... Ne, wir geben nicht Erschöpfung. Die haben ja alle Erschöpfung schon. Deswegen mache ich hier nochmal... Dash zur Beruhigung. Wobei ich den Dash, glaube ich, hier hätte machen sollen, weil auf sie ballern wir jetzt ja ein. Wobei, wir holen jetzt erstmal noch Rebella. Auch durch die Röhre, weil dann können wir noch einen Dash rausholen. Bis jetzt läuft alles echt überdurchschnittlich gut. Das macht mir Angst. Ich krieg dich. So. Hier werden schön beide gehittet. Zwar mehrmals, wichtig. Bowser kann nicht mehr ballern, aber Bowser kann Robo-Koopas spawnen, die sich, wie wir wissen, um mehrere Gegner kümmern können. Wir stehen sehr offen, das macht mir Angst. Wir können hier nochmal reinballern. Und sonst kann keiner mehr. Eigentlich lieber das hier. Hier wird jetzt alles rausgehauen, was wir haben. ...261, 261... ...261. Jetzt kommt drauf an, was bei ihr mehr Schaden macht. Unempfindlich gegen Feuer heißt beides ist egal. Das heißt, wir könnten beides zünden. Wir zünden auch alles, was geht, Guys. Ganz, ganz wichtig. Dass wir hier wirklich so viel Damage wie möglich rausholen. Wenn ich das richtig einschätze, könnten wir nächste Runde sogar schon Win rausholen. Geisteskrank, was hier passiert. Okay, der Gegner ist dran. Eigentlich kann, es kann eigentlich nichts Schlimmes passieren. Vielleicht stirbt einer. Maybe Bowser, weil der schon gut Damage hat. Warum kann sie achtmal dashen? Null Damage wegen Schwächung. Uff, null Damage wegen Schwächung. Die Schwächung ist krass. Schwächung hat sich echt gelohnt. Sie hat einfach null Damage gemacht. Und jetzt wird sie aus dem Leben ausradiert werden. Und Bowser by the way auch. Bin ich mir ziemlich sicher. Tschüss, Bowie. Als ob. Als ob er noch lebt. Da kommt jetzt sowas von die Heilung rein. Ey, wir müssen sie jetzt besiegen. Es spawnen mehr Gegner, als ich handeln kann. Nee, ist Bowser doch tot? An was ist er gestorben? Okay, cool.
So. Nochmal. Wir können halt nicht mit ihm attacken, aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Double Dash und Double Dash. Und dann throwen wir hier nochmal schön rein. Komm, mach die Crits, hol die Crits raus. Ja. Und der Win ist unser. Ist das nicht angenehm? Schön noch den Stufenaufstieg mitgenommen. Und wir sind auch schon fast wieder beim nächsten, wenn ich das richtig gesehen habe. Rebella? Es ist wahr. Misera hat mich auf die Welt gebracht. Du warst eine Sparkjägerin, oder? Nein. Nicht nur eine Sparkjägerin. Ich war die Anführerin. Misera. Oh. Misera hat mich anders gemacht. Mit gerade genug freiem Willen, um anzuführen und selbst zu denken. Das hat mich erkennen lassen, was Misera wirklich ist. Ein schwarzes Loch aus Gier, die zu unermesslichem Elend führt. Granita, Trauma und Succulenta. Ich habe alles versucht, um sie zur Einsicht zu bringen, aber stattdessen haben sie sich gegen mich gewandt. Also bin ich abgehauen und habe versucht, so viele Sparks wie möglich zu retten, bevor sie in die Finger kriegen konnten. Und das ist die ganze Wahrheit. Ich habe nichts gesagt, weil ich dachte, ihr hättet keinen Grund, mir zu glauben. Den habt ihr wohl immer noch nicht. Nein, wir haben keinen. Wir haben Hunderte. Jedes Mal. Du hast uns jedes Mal geholfen, einen Spark zu retten. Jedes Mal. Du hast jedes Mal auf dem Schlachtfeld mit uns, den anderen, so richtig in den Du-weißt-schon-was getreten. Jedes Mal. Du bist jedes Mal beim Anblick meines riesigen Bizeps beinahe in Ohnmacht gefallen, während ich eindrucksvoll an deiner Seite gekämpft habe. Du hast uns jedes Mal gezeigt, dass dir die Sparkjägerin trotz allem noch wichtig sind. Du bist jetzt ein Teil unserer Familie. Und das heißt, dass du keine Geheimnisse mehr haben musst. Nicht vor uns. Danke. Danke. Euch allen. Schnappen wir uns Misera. Und genau das tun wir beim nächsten Mal. Guys, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Channel, um die nächste, vielleicht schon finale Folge nicht zu verpassen. Bis dann. Ciao, ciao, Leute. Ja.